Samba hoch 3 bei den Roten. Gestern, um 15.07 Uhr, hat Hannover 96 den Wallerstil offiziell bestätigt. Der 23-jährige Mittelfeldabräumer kommt für 6 Millionen Euro Ablöse vom HSV, hat bis 2022 unterschrieben. Der Vertrag hat eine 20 Millionen Ausstiegsklausel, Bild berichtete. Die Roten sind stolz, ein Olympiasieger für 96 Ausrufezeichen Manager Horst Held. Wallas ist ein exzellenter Spieler, der mit seinen Qualitäten das verkörpert, was wir auf der Position gesucht haben. Aber nicht nur wegen seiner Länge, 1,88 m, und seiner fußballerischen Qualität, 2 A-Länderspiele, haben die Roten bei Wallas, gesprochen Wolle, zum Schnäppchenpreis zugeschlagen. Der Plan hinter dem Top-Transfer: Wallas soll Johnny und Philippe pushen. Boss Martin Kind lächelnd zu Bild: Ja, das ist die Hoffnung, die wir mit dem Transfer auch verbinden. Erstmals in der Vereinsgeschichte hat 96 eine echte Samba-Achse, Philippe in der Abwehr, Wallas im Mittelfeld und Jonathas vorn. Alle drei hatten letzte Saison so ihre Probleme, Philippe mit Verletzungen, Sehnen- und Muskelfaserriss, nur 7 Spiele, Jonathas mit Verletzungen, Sehnenanriss, nur 13 Spiele, und der Integration, Wallas, 19 Spiele, war beim HSV nach Streik sogar zur U21 abgeschoben. Die Roten rechnen jetzt so: Alle gute Dinge sind 3 Brasilianer. Kind bestätigt: Wir glauben, dass es zu einer Leistungssteigerung aller Brasilianer führt, das ist auch eine Hoffnung. Weil damit der Wohlfühlfaktor in der Samba-Gruppe steigt. Die Idee: Mehr Spaß und Freude, gleich mehr Leistung und Erfolg. Samba hoch 3, damit sind auch die Spekulationen um einen vorzeitigen Abgang von Jonathas Vertrag bis 2020 vom Tisch. Ich gehe davon aus, dass er bei uns bleibt, bestätigt Kind. Hannover Boss Martin Kind Foto: Peter Steffen, Deutsche Presseagentur. Wallas weiß, dass er nach dem Skandal und Abstiegsjahr beim HSV liefern muss. Er wollte unbedingt in Deutschland und der Bundesliga bleiben, um beweisen zu können, dass er sportlich und charakterlich jemand ist, auf den eine Mannschaft zählen kann, sagt Held. Dieser Ehrgeiz imponiert uns. Der neue 96-Brasilianer: Ich möchte mich weiterentwickeln, meinen besten Fußball zeigen und brenne einfach darauf, dass es endlich losgeht. Da dürfen sich auch die Fans freuen, auf Samba hoch 3 bei den Roten.